100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales. Und ich hatte noch was vergessen hier oben. Mal, jetzt muss ich wieder, genau, hier im Norden erstmal wieder hoch. Oder wo bin ich hier? Ja doch, und zwar hier oben, hinter der Stadt. Da war irgendwie auch noch was, da wollte ich noch mal gucken gehen. Mehr ist hier. Doch, guck mal hier, tatsächlich, da ist noch ein Lager. Eleganter Bogen. Dieser mit Schutzsymbol verzierte Bogen ist bei Jägern und Harad sehr beliebt. Flammender Pfeil. Oh, geil. Element, Inquisition, Camp Inquisitor, bla, name. Ist noch nicht fertig hier, das Spiel an der Stelle. Und, ich würde einfach sagen, wir knallen hier nochmal irgendwie einen Kletterhaken hin. Und jetzt geht's nochmal in die Stadt. Und ich muss gleich schon wieder rasten, meine Leute sind schon wieder müde, ne? Die Apotheke von Neptun, heilen wir nochmal die Leute, die ganze Bagage hier. Nur ein. Ach, Mist, Harkat. Yes, Pestheilmittel. Okay, jetzt haben wir es. Bogen. Erik. 58, 57. Der ist auch Stufe 10, ne? Eleganter Bogen. Eleganter Bogen, 58. Eleganter Bogen. Achso. Im Prinzip derselbe, nur ich habe den schon in der besseren Version. Klasse, behalte ich den natürlich. Noch besser. Grimat, Geselle, Herbarium, Äther, Giftbeisern, Giftgegenmittel. Die Einheit widersteht Gifteffekt mit 50% Wahrscheinlichkeit. Ja, guck mal, damit müsste ich meine Leute eigentlich ausstatten. Nebelhaftes Öl. Ja, ist ja gut. Gott, was faucht die hier rum, die Katze? Medizin. Bisheilmittel des Lehrlings. Echt angepisst, die Muschi, die kleine Mieze-Katze. Schneelilien gehen mir langsam aus, ne? Ja, es ist auch nicht die Region für Schneelilien. Ey, komm, auch wenn sie günstiger sind, ich brauche sie nicht. Sowas brauche ich. Hier. Wie Salz haben wir noch? 16, ja komm. Das holen wir gleich da unten, das, oder? Ne, das holen wir jetzt schnell. Achso, der hat nichts mehr. Ja, angreifen bringt dann auch nichts. Gut, hier wird gerastet. Ja, und der eine ist weg, ne? Hat echt Glück gehabt, die Sau. Warte mal, kann ich die nicht hier in der
Apotheke? Heilen? Ja, natürlich. Guck mal hier. Zack, für 220. Gegenseitiges Vertrauen gestärkt und so weiter. Und jetzt zerstören wir es wieder. So. 0 von 3, sehr gut. Echt abgehauen da oben, ne? Das ärgert mich. Was ist eigentlich... Okay, ich dachte, wenn man Bärenfleisch da reinschmeißt, dann kriegt man da vielleicht mehr raus, mehr Trockenfleisch, weil das natürlich viel ertragreicher ist, ne? Aber schade. Meat-Test. Auf Geschwindigkeit erhöht. Brauchen wir Meat für, ne? Die marinierte Wolfsrippchen. Aalsuppe. Ohlbarsch, guck mal hier. Ja, kein Kohl mehr. Inquisitorin macht jetzt hier einen Wildfleischspieß. Wilde Schweine, haben wir keine Bohnen mehr? Nee, Tatsache, Bohnen sind alle. Renndauer erhöht. Sehr gut. Das. 138. Mit erhöhen. Cool war. Renndauer um 10% erhöht. Mähticht. Auch Renndauer um 10% erhöht. Okay. Schade. Keine Gefahr hier. Sehr gut. Wenigstens, dass die Leute abhauen. Wurde aufgehalten. Erevit konnte trotz Nacktmulls Wachsamkeit fliehen. Mist. Das war's mit meinem Imker. Mein Imker ist weg. Und ich habe auch keine Fesseln mehr, um ihn wieder einzufangen, ne? Schade. So, Hackert. Warum hat sich noch niemand um mich gekümmert? Sollte dem nicht Priorität eingeräumt werden? Ich verwandle mich noch in ein Monster, wenn ich bald etwas getan. Wieso? Hä, Hackert, du hast doch schon Festheilmittel bekommen. Betet um göttliches Eingreifen, krümmt euch vor Gram und weint, wenn ich Kronen aus dem Mitteltrupp ein Heilmittel kaufen kann. Gebeten. So, stirbt nicht unmittelbar. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall zurück zu der Inks-Geschichte. Der Mission von dem Professor, den ich mitschleppe und durchfüttern muss. Da ist noch was zum Untersuchen. Ist nichts mehr. Der war, glaube ich, auch ausgekauft, ne? Also ausverkauft. Nee, Stopp, warte mal. Stehlen.
Gott, wo gehen wir zuerst hin? Ja, wir laufen da direkt hin. Einmal der Straße folgen, dann sind wir gleich da. Da ist die Wache. Da ist ein Trupp Zombies. Beziehungsweise Pestverfluchte. Gut, die Karte. Guck mal, hier sind wir nämlich. Da, untersuchen. Da muss ich ran. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, fällt mir gerade auf. Was für ein Massaker. Doch so überraschend es klingen mag. Es gab einen Überlebenden. Ihr habt wirklich schon von ihm gehört. Und was hier geschah, nun sagen wir einfach, ihr werdet es bald erfahren. Ich hoffe um euretwillen, dass ihr kompetenter als eure Vorgänger sein werdet. Folgen wir der Spur. Wir können gerne weiterreden, wenn wir die Phantommeute gefunden haben. Hier hat ein Massaker stattgefunden. All diese alazarischen Rüstungen. Wir gehen erstmal hier oben hoch. Und dann, gerne. Überprüfen. Attentat. Wirklich viel gibt es hier nicht mehr, ne? Da hinten links, ja, perfekt. Warte mal, wenn das nach links ist. Ich muss ja nach links und oben links, ne? Guck mal, dann nehmen wir die hier auch noch mit. Dass wir auch wieder Geld reinkriegen in die Kasse und nicht nur raus. Ja, perfekt. Und oben links. Ja, guck mal, direkt beim Zuchthaus. Noch besser. Ja, mal mitnehmen. So, und jetzt können wir auch die ganzen Schmuckgegenstände mal wieder verkaufen. Was ist das da? Und verdorbene Essenz. Nebelhaftes Öl. So, Schmuckstück. Schmuckstück. Das Gehirn brauchen wir noch. Mist. Hatte der nicht. Ich habe gerade überlegt, dass ich vielleicht vergessen hatte in der anderen Siedlung oben. Da die Gehirne einzutauschen. Eduranischer Wein. Habe ich da gar nichts mehr von. Verdorbene Essenz, Pestmittel, Glasex. So, dann kommen die Seile mal woanders hin. Hier zu den Dingen können wir. Und ich habe vergessen, diesen Rattentrank zu machen. Aber hier ist ja auch eine. So eine Apotheke. Dichtbad. Okay, direkt wieder verkaufen. So, weg damit. ja, raus hier. Muss ich jetzt irgendeine Phantommeute finden und angreifen oder ist das egal? Auf jeden Fall mehr Kohl. Wolfsfleisch nehmen wir natürlich auch mit. Pizza reduziert. Apotheke, ne? Yes.
erstellen. Das Öl. Komponenten. Attenköder. Kadaver. Ach, 3 Kadaver zu viel. 15 brauche ich davon tatsächlich. Das ist doof. Okay, dann erstmal auf zum Zuchthaus. Hier biegen wir links ab. Da ist meine Strippe. Und ich habe auch keine Fessel mehr. Doste. Befreit mich. Nein, tue ich nicht. Manta. Nee. Lieber. Wie ist es hier gelandet? Ja, Specki, ne? Den Eber Specki nennen, aber für 1500. 1700, nee, auf keinen Fall. Kosten des Solls, Willenskraft verringert. Nee, nix da. Depressives Schwein, ja klar, wenn es im Knast sitzt. So, mitnehmen. Wie viele Seile hatte ich jetzt noch? Nehmen wir auch alle mit. Aga. Ender Altos. Gut, Belohnung. Gilidal. Aga. Flug. Das sind dann nochmal wieder. Okay. Und 38, Altos, Bruderschaft 34, gut, die habe ich noch. Und Imsen hier. Können wir auch noch mal hier so eine Holzfigur und eine Schiene verpassen. Klasse, okay, dann mache ich kurze Unterbrechung. So, weiter geht's. Ich glaube, ich muss hier unten noch mal ganz runter in die Ecke. Da laufe ich jetzt mal direkt hin. Ich weiß, es ist doppelter Umweg und ich könnte jetzt noch ein Kopfgeld machen, aber ich will mich jetzt zuerst um die Phantommeute kümmern. Genau, einmal durch die Siedlung durch, ne? Am besten schön auf der Straße laufen, für das Bewegungstempo. Ja komm, für das Bewegungstempo habe ich gesagt. Oh, da ist die Wache, aber die suchen uns jetzt ja nicht mehr, ne? Alles gut. So, nämlich war ich der Meinung, das war hier oben irgendwie drin, die Phantommeute. Deswegen laufen wir da jetzt einmal durch. Das ist doch nicht euer Ernst hier, Leute. Okay, dann klatschen wir erst die halt weg. So, Trupp ist platziert. Tätersanzug. Und da, oh, den habe ich vergessen. Den muss ich nochmal wegbringen. Wieder Anzug. Okay. Los geht's, ne? Übeltäter da unten ist am Zug, kommt auch nicht an den Nacknullen. Ne? Was hat der eigentlich für Trag? Kapazität 21, okay. Yeah.
Marodeur kommt auch nirgendwo ran. Übeltäter wird auch nirgendwo rankommen. Endeloids. Ah, da erwischt du zu viele von. Eigenen. Der da. Jemand Harkat Outrek. So ein Bogenschütze, ne? Nee. Ach was. Der ist down. Hätte ich nicht gedacht. Können wir es beide erwischen? Ne? Wir warten erstmal ab, wo der Ganova möchte. Gut, dann. Bogenschutzis. Stärke 79, ey, Wahnsinn. Oh Mist. Okay, war nicht so doll wie gedacht. Wilderer. Der piekst da jetzt rein, sehr wahrscheinlich. Sehr schön. Okay, nice. Ihr könnt hier gerne in Reichweite kommen vom Bogenschützen. Aber wo hatte ich Erik jetzt eigentlich? Da ist er, ne? Das klingt gut. Den jetzt hier anhauen und dann noch Pfeil mitgeben. Gut, passt. Ach Mist, schade. Ich dachte, er rennt hier irgendwie zwischen, um beide zu treffen.
Noch ein weiter Feuer. Der ist als nächstes. Der ist da gleich dran. Gut. Bilder waren es da oben. Ne? Willst du den ganzen? So, ich dachte schon, unbedingt den eigenen erschießen. Der ist hier gleich dran, ne? Ich bin mal gespannt, der wird sich wahrscheinlich Lythos schnappen. Deswegen gehen wir jetzt mit dem Nacktmull da ran. Da haben wir keinen Rüstungsverlust. Hinter und verhaften. Hat sogar geklappt. Guck mal, Tannlin kann jetzt hier nämlich 3 wegmessern. Gut, nochmal 2 Punkte. Ach toll, scheiße. Ein ins Gift. War ja was. Warte, man kann es einfach nicht.
Mull ist weg. Und hier auch. Der da oben ist gleich dran. Ab von hinten ran. Der lebt tatsächlich noch. Oh, wie gut. Den kann ich jetzt nämlich noch verhaften. Den Außenraum. Einen Feuerschaden mitnehmen. Schaden bekommen und direkt wieder geheilt um 10%. Halsband ist echt klasse. Gut, irgendwie alles nur noch auf der Ecke. Der wird ja auch gleich nochmal gestoppt. Wo ich da eigentlich auch schon direkt ran kann, ne, mit dem Nacktmull. So, dann gucke ich nämlich, dass ich den jetzt hier auch noch gefangen genommen krieg. Ein wenig Schaden machen. Gärtchen muss da reintreten. Er ist eingebaut. Der Wilderer ist gleich dran, ne? Könnte sein, dass der irgendwas trifft. Bären oder so. Mist, kommt nicht ran. Nicht getroffen. Auch nicht getroffen. Liegen hat ihn. Sehr gut. Steht im Weg. Auch verhaftet. Machen.
Hat auch nicht weiter. 30 Meter ist schon echt, echt krass weit. Ach verdammt, und vorbeigeschmissen. Peace Battle. Ich glaube, die brauche ich alle nicht mehr da unten. Ach. Wenn man die Richtung bringt. So, bis wo kommst du dann noch ganz ran? Da ist gut, glaube ich. Okay, Hubbeltäter am Zug. Er hier unten kriegt erstmal eine zweite Lanze. Da ist Vitier. Muss so schießen, dass sie auf jeden Fall seinen Bogenschützen erwischt da hinten. Der soll verrecken. Warte mal, wo ist Thos? Der war doch hier hinten irgendwo, ne? So. Yep. Schön mit dem Rauchschleier. Mag ich auch sehr, sehr gerne diese Fertigkeit. So, und ich guck mal, dass ich den Marodeur hier auch noch verhaftet kriege. Jetzt wird es allerdings kritisch, ne? 150 und tot. Na komm, weniger. Yes. Ja, verdammt. Krit. Kriegen wir das mit? Nee, nicht alle. 9 davon. Obwohl, warte. Ich hab doch hier 11, 9, 11, 16. Noch eine Pony-Figur. Und 30, 11, 30.
Alles reparieren oder nicht? Ja. Und weiter. Okay, müde jetzt, ne? Ist natürlich doof. Doch viel zu hell, ey. Aber ich glaube, hier waren nämlich die Phantommeute beim letzten Mal, beim ersten Spieldurchlauf. Lassen wir hier einfach mal und gucken mal, was da rauskommt. Picknick. Fluchtfähigkeit, Gefährten in der Nähe, Verletzung, Lager wird bewacht. Da ist noch jemand, da ist noch jemand. Gefahr 0. Oh hier, Schwarzboss. Bum. So, Fluchtgefahr 0%. 10%. Und, guck mal, der muss nämlich weg hier. So. Einen behalten wir, der kommt weg. Kommt weg, kommt weg. Und rasten. Gut, versuchte zu fliehen, wurde aufgehalten. Okay, versuchte zu fliehen, wurde aufgehalten. Wieder ordentlich Met hinzubekommen. Pranger wieder ran hier. Kommst dahin. Ist noch nicht ausgepeitscht worden. Tauscht mit dem da. Zug da wieder ran. Zack. Rein. Und schon mal für nächste Runde das vorbereiten zum Auspeitschen. Mähtecht. Die müsste ich erstmal aufheben, glaube ich. Gut, weiter. Und, oh, okay, guckt euch das eine an hier. Direkt ran. Ja, hier ist der Professor Winfried. Diese Phantommeute ist perfekt für euer Vorhaben geeignet, Söldner. Ich brauche drei von diesen Monstern, lebendig. Seht mich nicht so an, diese Monstrositäten kann man einfangen, genau wie das andere Tier. Man braucht dazu nur das richtige Werkzeug. Seht euch diese Ketten an, sie wurden aus einer geheimen alchemistischen Legierung gefertigt, die unsere angesehensten Gelehrten entwickelt haben. Bis heute ist dies das einzige Metall, mit dem diese Monster zu halten sind. Nehmt sie und fangt die Phantommeute ein. Yes! So, Trupp ist platziert und
Gefällt mir alles nicht so wirklich. Ja, das lohnt sich jetzt eigentlich noch nicht, den Bogenschützen da irgendwie reinzuballern, ne? Warte mal, ich hatte doch hier irgendwo Waffen. Die dazwischen einprescht. Inkos Bär. So, guck mal hier. Direkt nach der Rast volle Bewegungspunkte. Da geht sie rein. Phantom über, Phantom über, Phantom über. So, das war. Ihr müsst mindestens 3 Phantomeinheiten fangen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Da ist einer, da ist einer. Okay, da ist schon irgendwie ein Fels im Weg zu sein oder sowas. Jupp, damit war zu rechnen. Bär hier vorne ist gleich dran, ne? Gut, Bär direkt nach vorne. Niger, jetzt schon oder später? Nee, komm, warum nicht? Speer. Phantomeber. Direkt down. Der Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Oder? Verdammt, was macht er denn hier unten? Ab nach Hause. Stimmt, den hatte ich vergessen da unten. Ist ja nochmal gut gegangen. So, ich muss meine Leute aber irgendwie zusammenziehen. Ne? Hier mittig wäre eigentlich ganz gut. Ach, verdammt, eine Falle. Hab ich gesehen. Zu viele von den eigenen. 100%. Nice. Ah!
Rick. Zweite Tierchen gefangen. Zwei habe ich jetzt gefangen, naja, ja. Ja, den gleich mitgenommen. Ich dachte, der rennt vielleicht auch noch ins Speer. Wo? Ja, na ja. Eric Park hat es so weit weg da hinten. Dass der in den Speer rennt da oben. Das ist zu weit raus. Schade auch. Auch niedergestreckt.
Er räumt einfach mal auf da. Der Durchhagel ist so krass. Letzten beiden, 12,5. Okay, ich kann auf jeden Fall schön weit laufen. Wow, shit. Okay, ich brauche Torus für den Beifall. Und ran. Und Messer, ne? Ach, schade, lebt noch da. Okay, so. Bewegung, yes, ist frei. Da ist Feuer. Da kannst du. Dann schießt sie hier einmal schön durch. Yes, das sieht gut aus. Alter, das ist so overpowered, ey. Gut, wer ist denn jetzt überhaupt dran? Eh hier, ne? Gut, dann gucke ich mal, dass ich den da wegkriege. Gut, bin auf jeden Fall. Oder nicht? Die Kosten wollte ich gerade sagen.
Ganz unten ist einer, ne? Bis wo kommt? Der kommt tatsächlich hoch. Ja, da oben ist gleich dran. Okay, sehr gut. Keine Ketten mehr. Ich weiß, das ist doof, aber ich muss hier oben stoppen. Glaube nämlich der. Wie heißt denn der hier? Altraum kommt von hier oben. Dann jetzt von hier unten nach oben. Er ist gleich dran da unten. Kommt da noch mehr? Jawohl, guck mal, da sind sie alle. Jetzt geht's ab. Den Winkel nehmen wir. Direkt auf den Altraum schießen. Der da oben kann sich nicht bewegen. Ist eingebaut. Was machen? Abstand aufbauen. Ja.
Okay, nice. Guck da. Hier rüber. So, hier hinter erleuchten. Und nach rechts zielen, falls da noch welche aus dem Schatten kommen. Gut, den Rest da oben brauchen wir schon nicht mehr beachten. Können wir jetzt eigentlich mal Runden abgeben. Damit habe ich nämlich gerechnet, dass hier noch was rüberkommt. Keine Ahnung, wo der letzte ist, da warten wir jetzt drauf. Und der letzte. Klasse. Dann hätten wir das jetzt auch. Yay. So, alles behandeln. Weiter. Professor Winfrey, das war ein äußerst beeindruckender Kampf. Wie geschickt ihr dem Tod von der Schippe gesprungen seid. Doch genug getrödelt, wir sollten eure Belohnung denken. Gebt mir die Kreaturen, die ihr gefangen habt. Eben, ja, schade. Kann man nicht abbrechen? Und ja. Nee, kann ich nicht. Schade. Selbstbewusst. Muss mit jeder Mahlzeit Alkohol trinken, um zufrieden zu sein. Und wilden Ebern großgezogen. Erst, glaube ich. Verfassung erhöht. Blutdürstig. Und Verfassung, okay. Das sollte reichen. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sie euch redlich verdient. Bauplan, Stachelhalsband. Jagd hat begonnen. Eine letzte Sache noch. An eurer Stelle würde ich den Norden von Ultren die nächsten paar Tage lang meiden. Noch besser wäre es wohl, die gesamte Region einfach zu verlassen. So, guck mal hier. Gerichtsfolge versammeln sich die Pferdenwillister von Ultren im großen Lager. Jagd auf die Meute von Ultren. Hier oben war ja irgendwo auch noch ein Trainingsgelände. Hier irgendwie. Da. Untersucht die aktuelle Lage im großen Pferdenleserlager. Was sagt denn mein Inventar? Oder gehe ich einmal kurz nach links weg? Einmal zum Schmied. Dann hier noch mehr Leute verhaften. Stachelhalsband. Ein Tier zum Tragen dieses Halsbands zu zwingen, ist extrem grausam. Die tückischen Stacheln bohren sich so tief in den Hals der Kreatur, dass sie es sie rasend macht. Wenn diese eine 30% oder weniger Gesundheit hat, erhält sie Berserker. Schaden oder erlittener Schaden 100% erhöht. Ich glaube, wir flitzen einmal nach links weg. Hier zur Schmiede. Kram verkaufen. Die Leute gefangen nehmen, so viele wie möglich. Zum Zuchthaus verkaufen, hier wieder gefangen nehmen.
da welche einnehmen und dann über die Stadt hoch und nach links. Ne? Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Gut, dann laufen wir mal los jetzt. Da ist mein Haken. Bin ich hier richtig Richtung Westen auf jeden Fall, das ist korrekt. Ja. Weg. Schon wieder 700 Zahlen, ne? Das ist Wahnsinn. Also langsam zieht mir das hier finanziell die Schuhe aus. Sind sie. Und da ist noch ein Trupp, aber wir gehen erst in die Stadt, erst den Kram verkaufen, Rüstung reparieren und dann können wir da immer noch angreifen. Yes. So. Zack. So ein Schild. Guck mal, darüber kriegt man nämlich auch ordentlich Geld. Die Winfrieds Karte kann eigentlich auch dann gleich mal in den die Kiste. Yes, 5x Bier. Noch ein Schmuckstück hier irgendwo? Nee, ne? Sieht nicht so aus gerade. Singen! Wäre auch cool, wenn das nicht mit Maus geht, sondern mit Tasten 1 bis 3 irgendwie und dass man manche auch gleichzeitig drücken muss. Wechsel, das wäre auch witzig. Hm. Hier, warte mal, wollte ich sehen jetzt? Ich glaub, da, Entwickler ist weg. Pokus, Schuppen. Okay, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Break. Wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald. Und ciao.